Altür früh am Morgen. Start war ja auf 6 Uhr vorverlegt. Ich muss eigentlich sagen, ich bin im Grunde schon fertig vorm Start. Ich kann irgendwie nichts zu mir nehmen. Ein paar Dreiviertel Brötchen schon rumgewürgt. Mein Magen will irgendwie nichts. Ist mir ein bisschen übel. Jo, mal gucken, ob sich gleich legt. Und die ersten beiden Cut-Offs sind sehr stramm. Wir haben nur 2 Stunden 15 für 12,5 Kilometer. Das ist nicht viel. Wenn man Gedränge am Anfang merkt, ja, aber es ist wie es ist. Wenn es nicht klappt, haben wir halt unsere Grenzen kennengelernt. Schaum. Hat absolut negatives Mindset. Muss ja irgendwie rauskommen. Muss man es ehrlich sagen, wenn die gestern die Etappe nicht verschärft hätten, nicht entschärft hätten, den zweiten Anstieg rausgenommen wegen der Gewittergefahr, dann wäre ich, glaube ich, schon heute nicht mehr angetreten, so wie ich mich heute Morgen fühle. Die Zeit ist einfach zu kurz. Wenn du um 9 Uhr im Bett bist nach dem Essen, um 4 Uhr aufstehst, ja. Und gestern halt stundenlang in Höhen um 2,4 bis 2,6 rumgeturnt bist. Scheinbar kann man seine Grenzen ausloten und erreicht sie. Viel Spaß. Also Achtung. Wir schauen auf den Stammwärtsspiel von Valoration Games. Na gut, Sonnenaufgang in den Bergen hat ja auch was. Aber meine Übelkeit wird nicht wirklich besser. Mal gucken, wie lange ich es schaffe. Noch habe ich nichts zu mir genommen. Aber werde ich bald müssen. Warten wir es ab. Ja, nach langem Autotransfer sind wir jetzt im Ziel. Super! Ich muss noch ein bisschen was über Galtür erzählen. Da gab es 1999 ja die riesen Lawinenkatastrophe mit Dutzenden Toten. Es hatte im Februar so viel geschneit wie seit Beginn der Wetteraufzeichnung nicht. Und die hohen steilen Berge rings um Galtür konnten den Schnee nicht mehr halten. Und das Dorf war schon abgesperrt, weil die Zufahrtsstraße lawinengefährdet war. Ja, und dann ging Februar 99 ein Riesending ab. Der Ortskern von Galtür lag angeblich in der grünen Zone. Trotzdem haben Schneemassen ihn noch erreicht. In den Randgebieten der gelben Zone, wo die Häuser lawinenverstärkt gebaut sein sollten, wurden sie teilweise richtig weggekippt. Kann man sich gar nicht vorstellen, was Schnee für eine Macht hat. Ja, so viel noch zu Galtür. Problem bei mir ist echt die Übelkeit. Ich kann nicht laufen, dann wird es sofort schlimm. Und ich habe noch nichts zu mir genommen. Bin gut in der Zeit. Habe jetzt fast 6 Kilometer. Aber bei 53 Minuten. Das heißt, 1,23 für 6,5 ist machbar, auch nur gehend. Mein strammer Marschschritt kommt mir zu Passe. Na gucken, ich denke erstmal nur bis zum nächsten VP.
Da halten einen die Kühe auf. Und hinter mir kommt die nächste. Sehr schön. Hopp da durch, danke. Herrliches Tal. Bin nur der Zeitdruck nicht mehr. So, das Tal ist zu Ende. Es geht Richtung Graubünden. Hotel auf der Passhöhe. Der Silvrettersee und da oben ein Gletscher. Schön, dass ich das noch sehen darf. Hammer. Schön Schnee da oben, Mann. Hören Sie doch mal die schönen Gletscher. Oh Leute, das sind noch fast 30 Kilometer. Ja, Konrad da vorne hat mich überzeugt, dass ich weitergehe. Versuche es nochmal, dieser Brücker Hütte zu erreichen. Ach ja, herrliches Tal hier. Hab einen Becher Brühe genommen und hoffe, dass er drin bleibt. I belong to West Virginia. Mama. Darf ich vor? Ja, ja, bitte. Danke. Den nächsten aus dem Rennen genommen. Da ist wieder die endlose Läuferkette am Berg. Juhu! Hier trittst du schnell daneben. Alles gut. Ja, nö, nö. Okay. Und da schlängeln sich wieder alle hoch. Herrliches Bild. Ist das eine Gegend hier? Jetzt schon auf 2200 Meter angekommen. Die Sonne ist da, es wird warm. Ich bin jetzt fast 3 Stunden unterwegs. Noch keine 16 Kilometer. Aber weiß ich nicht. Vielleicht schaffe ich es ja doch heute. Aber dann ist definitiv Schluss. Morgen 48 bei Dauerregen. Nee. Kann mir was beweisen. Wir nähern uns den Gletschern. Hammer. So dankbar, dass ich noch hier sein darf. Ich denke nur noch von Schritt zu Schritt und freue mich an der Landschaft. Es ist so herrlich hier. Ich habe leider wieder einen kleinen Kotzanfall gekriegt. Na, guck mal. Schöne Kraxelei hier. So, da vorne unter dem Gletscher ist die Saarbrücker Hütte. Bis dahin kommen wir auf jeden Fall noch. Und dann haben wir schon viel erreicht heute. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Drifting over, you know how I feel.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling